auf ein neues Fallberg-Abenteuer. Mann, da haben so ein paar Sachen gefehlt. Ich nehme jetzt mal das mit den Steinen. Dann versuchen wir mal Stein und Ballwerk. Was ein Gegner, ey. Runterfallen können. Hätte mal 4 Münzen gewesen. Mann. Maledeit. Stark. Ja, starker Grit. Mann. Wollte da jetzt wenigstens weiter? Oh, natürlich nicht. Weißt du, manchmal geht das so schnell weg und manchmal nicht. Absoluter Mumpitz. Ich glaube, ich werde dieses goldene Ding nicht mehr nehmen. Über den Crit. Wir haben das Achievement gekriegt, von wegen das ganze Dings abgeräumt, auch wenn das nur zufällig entstanden ist. Aber trotzdem. Oh, knapper Refresh vorbei, ne? Und 2 Damage fehlen. Kann ich auch einfach hier auf Geld gehen, danke. Schild. Ist schon irgendwo wichtig? Eigentlich nicht, ne? Dann will ich nach rechts. Vielleicht sind die Events ja interessant. Kein einziges Ballwerk. Stark. Und kein Crit. Lass ich es erstmal. Bis der wirklich vor uns steht. Soll erstmal ein bisschen Kohle machen, ne? Na, fast die zweite Bombe noch ein bisschen angedüdelt. Mal. Ach, jetzt haben wir. Ah, egal. Etwas verkackt. Come on. Ja, ich glaube, das ist wirklich eher einfach nur zum Geld machen, jetzt hier dieses kleine Baby-Level. Weil die ja fast keinen Damage machen, ne? Okay. Kreuz und quer durch. Okay, Ende im Gelände.
Krankgürtel. Ich nehme keine neuen Steine ins Deck. Mist. Da war die eine Münze wieder wichtiger als das Event, ne? Hätte ich ja nicht auf den Crit gehen können, der wandert ja eh jede Runde woanders hin. Auch nur den Kopf schütteln. Oh no. So, wo schießen wir das? Wurscht. Ach, ich freue mich schon auf morgen. Dungeons of Hinterberg. Oh! Gemein am Crit vorbei, ne? Ich glaube, ja klar, wir haben jetzt zwar den Crit getroffen, aber. Ein bisschen ärgerlich ist es schon gewesen gerade. Ja, das war jetzt gezielt auf Geld. Oh, für den kleinen Deutsch geschehen! Letken. Hallo, Ballwerk. Mit 27 gehe ich nicht zum Shop. Vielleicht hier unten, wenn wir Geld gespart haben sollten. Etwas schwach. Wow, das gab alles nur 4. Sollten vielleicht die Fledermaus anvisieren. Und auf die Bombe gehen. So, was machst du jetzt? Die andere Bombe? Nein. Erstmal die Fledermaus punktgenau entsorgen. Dann die Fledermaus entsorgen und dann haben wir zumindest ein bisschen Zeit, ne? Aber auch nicht unbedingt sonderlich viel. Oh, stark die Bombe mitgenommen. Nice. Der wäre krass. Mit Morbid. Also Morbid ist eins der krassesten Sachen, ne? Also ich finde Morbid absolut OP. Weil das dann auch alles als Hit zählt, ne? Stimmt, wir können jetzt auch wieder Sachen abwerfen.
hier kannst du auch nochmal ordentlich Kohle verdienen, ne? Ah! Der Refresh war jetzt nicht so cool. Ich schau, ob wir den halbwegs genau gerade nach unten kriegen. Nee. Nach rechts abgeglitscht. Na ja, super. Nicht mal den Crit. Ist eh egal, ja. Aber trotzdem. Der ist einfach so durchgeflutscht, Mann. So, Hauptsache die Bombe. Reinzukommen, aber schwierig, wenn du das ganze Zeit am Refreshen bist, ne? So, er kommt jetzt extra nahe, weil wir nachladen müssen. Super. Nochmal Damage draufgepackt. Absolut fehlgespielt. Ich dachte mir, ja, da bahnt sich hier rüber, wird schon passen für das Crit-Gedöns. Nö. Das passt nicht. Stark, dass wir den noch getroffen haben. Crit geben wir Spätzeldist. Hier gibt's Ballwerk. Ja, komm. Ballwerk für zerstörte Schilde. Auf Richtung Shop. Toll. Entweder meinen frisch aufgewerteten Stein versinken lassen oder meine Schildbälle. Mann, ey. Ekelhaft. Nochmal einen Schildball. Wir können uns hier nur eines leisten. Zusätzliche Auswahlmöglichkeit wäre stark. Ja, komm, gib mir das mit den zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten. Und nach links wäre nicht schlecht, weil wir dann... Ne, ist eigentlich egal. Ich will auf jeden Fall die beiden Relikte haben. Dann, ja, es ist wurscht. Beschleunigen wir ein bisschen. Wenn du das mit dem Schadensmulti. Ist wurscht. Muskelmasse, Drehspezialist. Nein, wir nehmen das Bouncy-Gedöns. Und da ist es wieder egal. Dann lassen wir gucken, ob wir vielleicht irgendwas in die Luft jagen können. Ich bezweifle es stark, aber. Nicht mal mit dem Relikt von wegen der Kerze und sowas hätten wir das hingekriegt. Ja, ein bisschen Heilung nehmen wir jetzt auch mit. Da habe ich ehrlich gesagt auch Lust auf das Event.
dunkler und dunkler. Gib dich dem Blitz hin. Wir kriegen einen Blitz auf Level 2. Einfach so. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mal ins Auge geht und du einfach Schaden kriegst. Werfe ich jetzt mal ganz kurz weg, einfach weil wir hier einen Damage mehr für die Crits kriegen. Aber ich habe auch vor, diesen Orb zu entsorgen. Auch wenn er gerade gut aussah, ne? Direkt nach unten gerattert. Ärgerlich. Ich meine, ist der Baumstumpf weg, aber... Da musst du dann auch erstmal durchkommen, ne? Durch die 200, die jetzt da drauf liegen. Echt so viel passen, dass du mit dem 100 Ballwerk irgendwie zurechtkommst und das behältst und alles Mögliche. Also wir brauchen Morbid. Wir brauchen Wandtreffer tragen zu Damage bei. Wir brauchen Multiball. Lauter solche Sachen. Und wir brauchen auch wieder den anderen Orb, der keinen Schaden macht, aber immerhin ordentlich Ballwerk verspricht. Gesagt als getan. Eher die Bombe anvisieren, anstatt den Crit. Ganz einfach, weil wir dann definitiv den Schaden in den hinteren Dude reinpacken. Die Steine sind jetzt echt nicht die schlechtesten Dinger. Vor allem, das ist auch jetzt wieder ein Level 1 Ding, ne? Kannst du noch gut verbessern. Schon wieder die Bären rausgeballert. Das sage ich nicht nein zu. Mal gucken, was bei 100 Forschungspunkten passiert. Mir wurde gesagt, ich glaube, Philipp war das. Bei 500 Punkten gibt es einfach nur so einen besseren oder mehr Flavortext. Was bei 1000 ist. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt.
Münzen. Ich dachte schon, jeder 100. getroffene Schuss oder so. Ich nehme mal noch so ein Ding. Oh, morbid stark. Ja, ich gebe mir das. Give me it. Die Malerin. Schauen wir mal, ob wir da mit unseren Bällen, die wir jetzt dann haben, klarkommen oder nicht. Kurz überlegt, ob ich den Stein ablegen soll. Aber wir machen erstmal so ein bisschen frei, einfach weil die Teile ja dann auch als Hit zählen für unsere Schildteile. Sehr gut, Mobit, hast du schon mal. Yes! Finde ich auch. Das ist stark. Ah, ich wollte hier eigentlich so ein bisschen freiräumen. Aber da sieht man schon, das ist krass, ne? Das wird alles mit zu diesen, alle 11 Schuss kriegst du, alle 10 Schuss kriegst du 4 Ballwerken. Das flutscht ja nur so durch, ne? Zählt doch nicht. Das explizit sagt, nicht bei jedem Treffer, sondern bei jedem getroffenen Pin. Ah, scheiße. Naja, ich meine, es ist gut für Damage, ne? Man sieht ja... Aber nicht für Ballwerk. Ah, schade. Bisschen ärgerlich. Ja, eher rechts, ne? Dammit. Also funktioniert sie so, wie wir uns gedacht haben. Schade. Dann müssen wir auf was anderes hoffen. Was ist das hier alles? Okay, das ist nicht verkehrt. Das ist auch nicht schlecht. Ist egal, ich versuche mal einfach in die Mitte zu kommen. Dankeschön. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Ja, vielleicht. Ah, Ballweichen, nee. 10 und dann, ja. Gib mir noch mehr Reliktzeugs. Es ist die Krabbelhand. Immerhin nicht, das gierschlundige Fressmaul. Ja. Ich wollte gerade sagen, mit Glück könnten wir den sogar rausnehmen. Nope. Aber fast, ne? So schade, dass das nicht zählt, ne? Ah, so schade, schade. Bullyball. Okay, bei Selbstschaden wird der besser. Ich verbessere jetzt auch mal wieder die Steine. Okay, beim Schaden reflektieren wir sozusagen. Orbs starten mit dem Schaden von 5 normalen Treffern. Ah! Okay. Naja, immer ein bisschen Münzen mitgenommen, ne?
Hätte ich vielleicht auf den visieren, anvisieren sollen, na egal. Ah, den Crit hätte er ruhig noch mitnehmen können. Untere Bombe auch noch. Doppelt. Ah. Schade. Ich meine, wir kriegen jetzt den Damage nicht, weil wir Ballberg haben, aber trotzdem. Echt nur eine Münze? Na ja, egal. Wir machen mich selbst? Fragezeichen. So, mal gucken, wie viel das jetzt wird. An Damage und an Ballwerk. Ballwerk sind echt erst bei 12, ne? Eieiei. Nicht viel. Oh, das hätte ich gerne in Blasphemous. Okay, ich werde mal den da hinten anvisieren. Und ich werde das jetzt so schießen, dass wir die zwei Bomben treffen. Um 6. Irgendwie stark, wenn irgendwo angezeigt wird, wie viele Bomben du momentan aktiv hast. Und wenn sie sich einfach hier hinten aufreihen oder sowas, wäre auch cool. Aber um zu wissen, ob du Damage vergeudest, wie jetzt gerade, oder nicht. Ja, das sieht gut aus. Das reicht definitiv, würde ich mal meinen. Dezent reicht das. Fragezeichen. Ich hab's gerade noch gesagt und wollte gerade schon wieder hier auf die Kiste gehen. Mann, 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 Mann. Gedächtnis wie so ein Rundeichhörnchen, ne? Diese Schilddinger machen nicht auf alle Schilddamage, sondern nur auf einen von den Kollegen. Interessant. 6-10 oder 5-6? Ich mache jetzt mal hier 5-6. Oh, schwach. Nicht ein einziges Ballwerk gekriegt. Beim ersten haben wir 40 bekommen. Das war nicht verkehrt. So, den werde ich jetzt auch mal los. Fast genau das nicht getroffen, was ich treffen wollte. Wir haben zwei Bomben am Start, das ist stark. Also dafür sind die Teile echt gut, ne?
52. Oh, da kommt doch jemand. Hätte die nochmal in der Tür bleiben sollen. Sagen wir mal lieber hinter der Tür. Also links oder rechts? Links könnten wir den Stein entsorgen. Rechts hätten wir noch einen Relikten mehr. Oh! Crap. Hat genauso laut Plan funktioniert.